Herzlich willkommen auf dem Kanal von Eternal Watches. Mein Name ist Andy und heute stelle ich dir den Hersteller Patek Philippe vor. Doch bevor das Video startet, ein Anliegen in eigener Sache. Seit mehreren Monaten laden wir regelmäßig Videos auf diesem Kanal hoch und bekommen von euch so viel positives Feedback. Es ist einfach Zeit an der Zeit, mal Danke zu sagen, und so haben wir uns ein kleines Gewinnspiel für euch überlegt. Zu gewinnen gibt es insgesamt 3 Gutscheine, welche ihr in mehr als 500 Shops deutschlandweit einlösen könnt. Was müsst ihr also machen, um teilzunehmen? Ganz einfach, abonniert den Kanal, kommentiert und liked dieses Video. Die Gewinner werden dann aus unseren Abonnenten gezogen. Starten wir also jetzt mit dem Video. Patek Philippe ist eine renommierte Schweizer Uhrenmanufaktur, die für ihre hochwertigen und exquisiten Zeitmesser weltweit bekannt ist. Die Firma Patek wurde 1839 von Antoine Norbert de Patek und François Chapec in Genf gegründet. Später schloss sich Adrien Philippe dem Unternehmen an und die Marke wurde zu Patek Philippe & Co. Seitdem ist Patek eine Größe in der Herstellung von hochwertigen Uhren, die für ihre Handwerkskunst, Qualität und Innovation geschätzt werden. Patek Philippe ist bekannt für seine Innovationen in der Uhrenindustrie. Das Unternehmen hat zahlreiche Patente angemeldet und eine Reihe von technischen Fortschritten erreicht. Darunter das erste Schlüsselaufzug-Uhrwerk, das erste ewige Kalender-Armband-Uhrwerk und das erste Chronographen-Uhrwerk mit automatischem Aufzug. Die Uhren von Patek Philippe werden von hochqualifizierten Handwerkern in Handarbeit hergestellt. Jedes Stück wird nach höchsten Standards gefertigt, wobei auf jedes Detail geachtet wird. Die Marke legt äußerst großen Wert auf Tradition und Qualität, was zu zeitlosen und begehrten Uhren führt. Die Marke bietet eine Vielzahl von Uhrenkollektionen an, darunter die Calatrava, Nautilus, Aquanaut, Gondolo und die Grand Complication. Jede Kollektion hat ihren eigenen Stil und Charakter, um in unterschiedlichen Vorlieben und Bedürfnissen der Kunden zu erfüllen. Patek Philippe Uhren gelten als einige der exklusivsten und begehrtesten Uhren der Welt. Sie sind bekannt für ihre hohe Handwerkskunst, begrenzte Produktionszahlen und ihren hohen Wiederverkaufswert auf dem Uhrenmarkt. Einige Patek Philippe Uhren erzielen auf Auktionen Rekordpreise. Patek Philippe hat im Laufe der Jahre eine kulturelle Bedeutung erlangt und wird oft mit Eleganz, Luxus und zeitloser Schönheit in Verbindung gebracht. Die Marke wurde von prominenten Staatsmännern und Sammlern weltweit geschätzt. Doch schauen wir uns jetzt einige Modelle an. Die Patek Philippe Nautilus ist eine legendäre Uhr, die erstmals im Jahr 1976 eingeführt wurde. Entworfen von dem renommierten Uhrendesigner Gérard Genta, ist die Nautilus bekannt für ihr markantes sportliches Uhrendesign mit einem charakteristischen achteckigen Gehäuse und einem integrierten Armband. Das Design der Nautilus ist von einem Schiffsfenster inspiriert und zeichnet sich durch ein markantes achteckiges Gehäuse aus, das von abgerundeten, fast ovalen Ecken flankiert wird. Das Ziffernblatt ist minimalistisch gehalten und mit horizontalen Linien und Leuchtzeigern für eine bessere Ablesbarkeit ausgestattet. Das charakteristische Armband mit seinen horizontalen Gliedern ist ebenfalls ein herausragendes Merkmal der Nautilus. Die Nautilus ist in verschiedenen Materialien erhältlich, darunter Edelstahl, Gold und Platin. Einige Modelle verfügen über Diamanten auf dem Ziffernblatt oder auf dem Gehäuse, um einen luxuriösen Akzent zu setzen. Die Nautilus gibt es mit verschiedenen Uhrwerken, darunter Automatikuhrwerke und Quarzkaliber. Patek Philippe legt großen Wert auf Präzision und Zuverlässigkeit. Daher sind die Uhrwerke der Nautilus sorgfältig konstruiert und fein verarbeitet. Im Laufe der Jahre hat Patek Philippe verschiedene Varianten der Nautilus eingesetzt, darunter Modelle mit zusätzlichen Funktionen wie Datumsanzeige, Mondphasenanzeige oder Chronographen. Jede Variante behält jedoch das unverwechselbare Design und die Qualität von Patek bei. Die Nautilus ist aufgrund ihrer begrenzten Produktionsmengen, ihrer Geschichte und ihres zeitlosen Designs äußerst begehrt und gilt als eine der exklusivsten und am schwersten zu bekommenden Uhren auf dem Markt. Die Patek Philippe Aquanaut ist eine der ikonischsten Uhrenlinien der Marke und wurde erstmals im Jahre 1997 eingeführt. Hier sind einige wichtige Informationen über die Patek Philippe Aquanaut. Die Aquanaut ist für ihr sportliches und modernes Design bekannt.
Die Gehäuse sind in der Regel aus Edelstahl gefertigt und sie verfügt über eine charakteristische abgerundete Oktagonform mit einer markanten Lünette. Die Aquanaut ist in verschiedenen Größen erhältlich, wobei die Standardgröße in der Regel 40 mm beträgt. Es gibt sie jedoch auch an Modelle in anderen Größen für unterschiedliche Handgelenksgrößen. Das Zifferblatt der Aquanaut ist minimalistisch gestaltet und bietet eine gute Ablesbarkeit. Die typischen Merkmale sind lumineszierende Zeiger und Indexe sowie ein Datumsfenster. Wie der Name schon sagt, ist die Aquanaut für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert und verfügt über eine hohe Wasserdichtigkeit, die es ermöglicht, sie beim Tauchen oder anderen Wassersportaktivitäten zu tragen. Obwohl die Aquanaut in erster Linie als sportliche Uhr konzipiert ist, bietet Patek Philippe auch Modelle mit verschiedenen Komplikationen wie dem ewigen Kalender oder der Mondphasenanzeige an. Dank ihres ergonomischen Designs und des komfortablen Armbandes bietet die Aquanaut einen hervorragenden Tragekomfort, sowohl im Alltag als auch bei sportlichen Aktivitäten. Die Patek Philippe Calatrava ist eine der prestigeträchtigsten Uhrenkollektionen der Marke. Sie wurde erstmals im Jahre 1932 eingeführt und ist nach dem Kreuz des Calatrava-Ordens benannt, einem Orden der spanischen Militärgeschichte. Die Calatrava schätzt man wegen ihres eleganten und zeitlosen Designs, das von klassischen Uhren der Art Deco Area inspiriert ist. Das charakteristische Merkmal der Calatrava ist ihr schlankes, rundes Gehäuse mit klaren Linien und einem minimalistischen Zifferblatt. Die Uhr verkörpert schlichte Eleganz und raffinierte Schönheit. Die Kollektion der Gondolo wurde erstmals im Jahre 1993 eingeführt und ist nach der Patek Philippe Gondolo und La Bourriot Uhr benannt, einem historischen Modell aus dem Jahre 1902. Die Kollektion wurde geschaffen, um die anspruchsvollen Designs und das Erbe der Marke zu ehren. Charakteristisch für die Gondolo ist ihr rechteckiges Gehäuse, das an die Art Deco-Ära erinnert. Die Uhr verkörpert klassische Eleganz mit klaren Linien und einem minimalistischen Zifferblatt. Einige Modelle verfügen über verzierte Details wie das Chiloché-Muster oder ein Diamantbesatz, welcher einen Hauch von Luxus hinzufügt. Jetzt würde mich noch deine Meinung zum Thema Patek interessieren. Schreib sie mir gerne in die Kommentare. Ansonsten vergesst nicht, beim Gewinnspiel mitzumachen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und eure Unterstützung. Euer Kanal von Eternal Watches.